So, da, da. Wir kommen zurück zu Gothic 1, wieder mit mir und dem Chat und generell überhaupt, weil... kurze Erklärung für YouTube. Ich nehme das hier gerade mit Twitch auf, also quasi nicht mit Twitch, aber mit OBS, dem Streaming-Programm, was halt irgendwie jeder und seinen Hund benutzt. Das Problem ist wie folgt, das Spiel stürzt jetzt gegen Ende gefühlt alle 5 Minuten ab. Und das ist ein bisschen nervig, weil ich dann die einzelnen Parts, die ich aus meinem Aufnahmeprogramm DxStory zusammenbaue, was an sich die minimal bessere Qualität hat und halt ohne das ganze Streaming-Blabla ringsherum macht. Aber das Problem ist halt, wenn ich das damit aufnehme, muss ich halt, habe ich am Ende 5 oder 6 Teile, die ich halt alle irgendwie zusammenbauen muss. Und dann ärgere ich mich auch wieder. Ich weiß nicht so richtig, warum ich hier überhaupt noch was plündere, weil ich glaube, prinzipiell wären wir heute fertig. Weil wir haben eigentlich, glaube ich, alles. Ich kann jetzt wahrscheinlich mehr oder weniger direkt zum Schläfer latschen, den kloppe den um und dann wartet. Das Einzige, was mir halt noch nicht fertig werden könnten, wären die anderen Templer. Weil ich halt einfach zu wenig Lebenspunkte habe. Aber... ich brauche ja eigentlich... ich muss einen Weg finden, diese Waffe ihrer alten Kräfte zurückzugeben. Wahrscheinlich könnte ich das mit den Erzhaufen tun. Aber... naja. So, auf jeden Fall muss ich noch die Torwache töten und damit übrigens auch leider meinen besten Kumpel... Torus. Schießen die eigentlich auf mich? Ich habe halt nicht natürlich so richtig das Gefühl, dass die auf mich schießen oder ich auf die. Lol, was? Aber hey, wir können Torus sogar am Leben lassen. Torus hat übrigens sein eigenes Schwert. Ich weiß übrigens nicht so richtig, was ich hier im neuen Lager eigentlich überhaupt mache, außer jetzt alle Leute systematisch einen nach dem anderen umzuhauen. Du verstehst so vieles nicht, Steff. Das ist ein ungeklärtes Rätsel in der Zeit. Torus steht wieder auf. Du bist schon tot, du weißt es nur noch nicht. Wird er jetzt mit gegen mich kämpfen? Er macht erstaunlich viel Schaden im Nahkampf, ne? Also ich würde übrigens Torus irgendwie am Leben lassen, aber naja. Torus kommt doch in Teil 2 vor. Ja, ja, ganz recht. Torus überlebt Gothic 1. Das ist bloß eine kleinere Fleischwunde hier. Das ist nichts Schlimmes. Stehen da drüben im Tor stehen noch mehr Hanse. Oh, wer sind die denn alle? Bewegt sich nicht mehr. Du hast ihn umgebracht. Oh, der Schatten ist gerade von mir weggerannt, oder? Du hast ihn umgebracht. Richtschwert? Warum rennt die Wache weg? Es ist ein bisschen schwierig zu sehen, welche von den Leuten mich tatsächlich angreifen und welche nicht, ne? Aber ey, guck mal, ich kann das Tor wieder aufmachen, das ist ja schön. Jeden Tag. Oh, ist das draußen schon die große Vernichtung am... Oh, ich glaube, ich habe in die falsche Richtung gedreht, oder? Hä? Also er steuert ein bisschen wie so ein betrunkener Pirat nach vor und zurück, aber... na gut, wir können das Tor anscheinend nicht aufmachen, so wie es aussieht. Also die Kombination war rechts, links, rechts, rechts. Aber ich glaube, das hätte ich, wenn denn, schon am Anfang aufmachen müssen, das Schloss. Und nicht jetzt. Naja, gut. Jetzt könnte ich auf jeden Fall jede einzelne Wache... Oh. Baltaran? Warum ist der Baltaran nicht tot? Aber wir rennen die alle von mir weg. Das ist ein bisschen ärgerlich, jetzt mit irgendjemandem zu reden. Wir noch irgendjemanden fragen können, was hier passiert ist? Ich glaube, die rennen jetzt alle von mir weg, ne? Weil die halt glauben. Es ist völlig schön, dass auch die Wache von mir wegrennt. Weil die halt glauben, dass ich das, dass ich ein fieser Mörder bin. Wo das natürlich gar nicht so ist. Ich glaube, ich habe einmal zu oft einen Zivilisten. Oh, der beschwert sich bestimmt immer noch, oder? Ne, er rennt trotzdem weg. Na gut, ich glaube, hier in diesem Lager redet niemand mehr mit mir. Oder da oben könnte mich eventuell angreifen, oder? Jo.
schießt zurück. Tja. Damit hat er wohl nicht gerechnet. Wer macht eigentlich bitte schön auf einer Hütte? Ach nee, ach, das. Ach so, das soll den Ofen darstellen, der da rauskommt. Ich würde mich gerade fragen, wer bitte schön auf einer Hütte mit oben mit Stroh drauf ein Lagerfeuer macht, aber. Es ist doch gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Ja, dann redet bestimmt auch kein Händler mehr mit mir, oder? Also ein Fisk oder sonst irgendjemand noch lebt. Ist wahrscheinlich denen ihre Kommunikationsfreudigkeit auch eher gering. Vielleicht hat. Nee, schade. Ich habe gehört, dass da unten vielleicht irgendjemand noch nicht von mir gehört hat, aber. Das, anscheinend hat sich das hier ganz schön rumgesprochen. Das ist Fisk, glaube ich, der da gerade wegrennt. Ein Kampf bewegt sich nicht mehr. Du hast ihn umgebracht. Was soll ich denn machen? Dusty? Was macht denn Dusty noch hier? Habe ich den nicht mal ins neue Lager überführt? Oh, guck mal hier, aber bei Papst ist auch tot. Und das Spiel ist abgestürzt. Noch nicht. Oh, der hat ganz schön was beigehabt. Ich könnte jetzt wahrscheinlich noch Fisk töten und würde noch was abstauben. Also ich habe übrigens keine Ahnung, warum ich das neue Lager hier eigentlich überhaupt plündern kann, weil irgendwie... Weil das alte Lager irgendwie... Haha, die springen da oben. Das ist, Also wenn ich den Drang hätte, mit irgendjemand zu reden, wäre das jetzt natürlich sehr schlecht hier. Bewegt sich nicht mehr. Du hast ihn umgebracht. Ja, nicht absichtlich. Also, ja, in dem Sinne schon absichtlich, aber... Aber halt nicht so absichtlich. Dusty ist tot hier, oder? Nö, Dusty lebt noch. Och Gott, ja, ha, die Helden. Ui, Regen. Ja, aber es ist eh gerade Nacht und ich schätze mal, da jetzt niemand mehr mit mir reden möchte, kann ich jetzt genauso gut durch pennen gehen, oder? In irgendeiner beliebigen Hütte. Scheint ja eh keiner mehr ein Problem mit mir zu haben. Ups, gut ausgerufen und ausgeschlafen. So, haben die bestimmt alle auch meine Verbrechen vergessen, oder? Hab ich noch Fleisch? Oh ja, ich habe noch Fleisch. Es sieht zwar nicht mehr, aber das können wir trotzdem noch braten. Ich dachte, Matt ist tot. Ich dachte auch, dass Matt tot ist, aber das hier ist ein Schatten. Warum auch immer übrigens die Schatten eigentlich nicht als feindlich zählen. Das ist total unlogisch. Das wird nichts. Buddler, Buddler. Das war gerade das. Matt sollte tot sein hier. Aber nicht absichtlich. Das hat sich ja so ergeben. Der ist ja in irgendwelche Goblins reingelaufen, der Idiot. Das ist ja nicht so, als hätte ich das verursacht. Ja, ich fürchte, im ganzen Lager wird niemand mehr mit mir reden. Also vor allem die Schatten. Ja, hör mal. Nichts hat sich geändert. Ja, nichts hat sich verändert. Ganz recht. Oh. Scatty! Oh. Oh, der Templer. Warum hat denn der drei Waffen bei? Das gibt einem wie zu denken. Gormannes? Ich frage mich übrigens ein bisschen, wie die eigentlich mit den... Mit den ganzen grünen Novizen im Blut eigentlich immer noch wie halbwegs leistungsfähig waren. Der ist nicht weggerannt, der eine. Ja, das war das, die da hinter mir stand. Verlass dich auf jemanden und du bist verlassen. Boah, ich würde gerade sagen, die rennen nicht weg, aber doch. Bleibt vielleicht wissen, der Schmied da. Wer ist er denn? Also ich glaube zumindest Snaff, der Koch ist. Was ist das hier eigentlich für ein Ding? Da hängt so eine tolle Kuh über ein Dings. Das ist einfach nur der Aussichtspunkt. Also. Ach, hier kann man sich die Arena-Kämpfe angucken. Ach, wie cool. Also das wäre bestimmt, wenn ich dem alten Lager beigetreten wäre, wäre das bestimmt passiert, oder? Ja, sie rennen halt leider irgendwie alle von mir weg. Selbst Huno, der Schmied. Bleib doch hier! Huno! Ja gut, ich fürchte, hier wird halt wirklich niemand mehr mit mir reden. Ich speichere mal ab und teleportiere mich jetzt einfach mal zum Dämonenbeschwörer. Ja, wahrscheinlich wird Zalas die nächstlogische Adresse, ne? Partikel aus! Die Tür hast du nie gefunden. Sieht wortwörtlich ein Totenkopf drüber. Das ist eigentlich ziemlich offensichtlich. Oh. Ich quatsch. So, wo ist denn die kollegische Schnurschuhe? Ich höre ihn auf jeden Fall, wie er blittert.
Mit der Terrasse oder der Arena. Das ist schön, oder? So eine Terrasse. Die Arena-Kämpfe, also die Arena-Kämpfe übrigens, denen ich nie mitmachen durfte. Ich mal kurz. Na, einmal kurz die Maustaste loslässt, ne? Haben sie Treppensteigen so ohne die schwierig gemacht haben? Verstehe ich nicht. So, guten Tag, Zahler. Das ist wieder was anderes. Ah, wie ich sehe, trägst du die Erzrüstung. Ich habe sie in einer der Kisten im versunkenen Turm gefunden. Sie gehörte dem Feldherrn, der einst Oriziel in die Schlacht gegen die Orks führte. Ich hoffe, sie bringt mir mehr Glück als ihm. Das Ding ist, die Erzrüstung von dem ehemaligen großen Feldherrn, das ist wirklich so eine alte Trophäe, dass die Waffen und die Macht in der Vergangenheit stärker waren, weil historisch gesehen hat sich selbst im Mittelalter zwischen 1100 und 1300 zum Beispiel gab es erhebliche Verbesserungen, was so die Herstellung von Rüstungen und so Zeug anging. Das heißt, dass die Rüstung vom antiken Feldherrn eigentlich nur dann besser sein kann, wenn seitdem jede Menge Wissen verloren gegangen ist. Und ich glaube, das ist genau das Ding, was hier passiert ist. Weil ansonsten rennt ja anscheinend keiner mit Erzrüstung rum. Die Leute können ja immer nur Erzklingen bauen. Hast du die magische Formel für das Aufladen von Oriziel fertiggestellt? Sie ist vollendet. Aber du wirst sie nicht alleine benutzen können. Warum nicht? Sie muss von einem Magier gesprochen werden, während du das Schwert mit der Kraftquelle in Berührung bringst. Dann werde ich mich nach Unterstützung umschauen müssen. Nimm die Formel an dich und gib der Waffe ihre alte Macht zurück. Du wirst sie brauchen. Ah ja, aber da kann er mehr handeln. Ich suche magisches Wissen. Wie viel Geld hat er denn? Er hat noch 688 Gold. Da kann ich noch bestimmt noch irgendwelche Schrottwaffen andrehen, die ich noch rumliegen habe. Ich habe doch hier bestimmt noch das ein oder andere Ork-Artefakt. Was? Feldbogen? Oh. Ja, ich möchte mit sehr viel Geld in der Hand sterben. Was hat er denn eigentlich noch so im Angebot? Skelett beschwören, Golem beschwören, Dämon beschwören. Oh, guck mal, er hat noch eine Rolle Schrumpfen. Armee der Finsternis hat er noch und das noch. Oh, 26.000. Na, mal gucken, ob wir 26.000 rankommen. Ich habe ja zum Glück noch die eine oder andere Waffe, die ich durchaus bereit bin aufzugeben. Oh, und die Kriegsarmbrust? Ne, die Kriegsarmbrust ist die gleiche, die ich habe, ne? Ja. Also der gierige, schmierige Zar, das möchte 26.000 Gold von mir haben. Es wird sich zeigen, ob ich über dieses Inner Zorn Trollfaust. Gut, den Rachstab brauche ich eher nicht. Urizel werde ich wohl noch brauchen. Thoros Schwert mal auf. Hüterklinge. Berserkerwort. Athos Schwert. Prankenhieb. Siegbringer. Hassbringer. Furchtbringer. Das Ulumudu behalten wir noch. Kampfschwert. Gardeschwert. Oh, ich könnte tatsächlich nicht aufs Geld kommen, so wie es aussieht. Weil das sind die ganzen teuren Schwerter. Hiernach wird es gleich wieder dünner. Ich weiß noch, wie ich am Anfang noch das Geld gespart habe, um für mir ein Schwert für 100 leisten zu können. Zu meiner großen Überraschung, das reicht halt nicht, ne? Aber warte mal, ich habe hier noch Feuerbälle. Habe ich nicht nur gefühlt noch 20 mal Kugelblitze oder so im Angebot? Oh, jetzt gehen wir aber wirklich die teuren Sachen aus. Schutz vor Feuer, na toll. Die Crawler-Plattenrüstung ist auch Mist. Ich habe wirklich nicht genug Geld, um bei Zahlers einzukaufen. Krass. Ah, ich habe noch Bücher, sehe ich gerade. Wo habe ich denn die ganzen Kreisbücher? Wo habe ich die denn? Achso, die habe ich bei den Dingens geplündert. Arcanum Gomnum? Ist nichts wert. Lehrer der Götter, habe ich glaube ich schon mal gelesen. Lehrer der Götter auch. Machtvolle Kunst, sei offen. Zaubermagische Kraft auf einen Uriziel zu übertragen. Machtaustausch. Wahre Macht. Elementarer Kanäle. Geheimnis der Zauberei. Die Gabe der Götter. Astronomie. Jo. Wir sind bei 18.000 Gold, aber mehr habe ich denn wirklich nicht. Ich hätte noch Panzerplatten eines Minecrawler-Dingens. Noch irgendwas? Oh, ich habe noch diverse Lauten. Warum habe ich denn so viele Musikinstrumente dabei? Also an sich geht es mir gerade nur darum, mein Inventar mal ein bisschen auszudünnen, weil ich halt noch so Zeug bei habe.
Oh, 20.000. Das ist gar nicht schlecht, muss ich sagen. Hier zahlst du unser Müll. Du kannst hier nicht sterben, du Dipsen Teil 2. So, das ist ein Eisen. Das ist man noch nicht. Ich könnte noch irgendwelche magischen Ork-Artefakte. Niemand nimmt diese scheiß Münzen. Was hat das denn mit diesen Dingern auf sich? Die sammeln sich sowas von an. Flammendorn. So, ich fürchte, das war alles, was ich irgendwie habe, was irgendwie auch nur ansatzweise Geld wert ist. Oh. Ich habe hier noch zweimal Ringe und Besiegbarkeit, aber das war es dann auch echt. Ja gut, dann kann ich leider nicht so viele Skelettbeschwörenrollen kaufen. Oh. Die Menge an Ware, um die es hier ja nicht gerade geht, das ist auch echt krass eigentlich. So, haben wir's. Ein guter Tausch. So, was ist das? Magier, werde ich mich schwer tun, Uriziel wirksam zu führen? In der Tat. Als Magier werde ich mich schwer tun, Uriziel wirksam zu führen. Es gibt da einen Weg. Aber zuerst musst du der Klinge ihre alten Kräfte wiedergeben. Kehre dann zurück. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich umsonst zweihändig gelevelt habe. Nicht, dass ich am Ende dass die Klinge verändere und dass sie dann mit Magie skaliert, mir das aber überhaupt nichts bringt, weil ich halt irgendwie leider Dings bin. So, ich brauche Verbündete. Na gut, dann gucken wir mal. Wir rennen einfach mal raus aus Tardas-Tor und gucken mal, ob irgendjemand mit mir reden möchte. Aber dazu später gleich mehr.